So, und da sind wir auch wieder mittels die Mindtest und so. Wir verfolgen den Spieler, der uns was zeigen möchte, sein Haus. Oh, oh. So, immer schon langsam hier. Wo ist der denn? Spider-Man, Spider-Man, hallo, Spider-Man, wo bist du? Hallo, Spider-Man, ich kann nicht klettern wie du, ich bin nicht Spider-Man. Hallo, ey, Achtung, beachte mich. Hallo, ey, was ist denn hier? Das ist hier Urwald. Ah! Apropos Urwald. Wow, wir kommen in Urwald. Wow, Buche, Urwald, normale Bäume. Hier ist ja voll die Vielfalt. Ah, werde ich sterben. Oh, ich bin gestorben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ich kann mein Haus nicht finden. Und ich? Hast du nicht seit Home gemacht? Yay. Yeah. Dann drücke Home. Bitch, please. Wobei für Set Home und Home gibt es ja er, kannst du mir helfen und ich weiß aber nicht, wo dein Haus ist. Nee, wie gesagt, für Set Home und für Set Home und Home gibt es ja hier bei diesem Unified Inventory gibt es ja hier diese bei Button. Von daher ist das hier sogar relativ leicht zu benutzen, noch leichter als bei Mindclone. Weil bei Mindclone musst du wirklich die Commands wissen dafür. Und hier hast du direkt ein Interface dafür. Platsch. Er ertrinkt! Nein, rettet ihn! Oh, er wird sterben! Okay, doch nicht. Ich dachte schon. Mal gucken, ob er was hat. Welche Taste? So, Wolke, Wolke, Ronnie, Stokal, Zirbel, Zirbel, Tila, Legion, Master, Master, Ronnie, Freund, Marka, Roland, 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 Sophie, Mar, Sophie, Bori, Bori, ne, hat er nicht. Wo spricht der denn überall rum, ey? Goddammit! Ich werde dir bitte der Tod folgen. Mein Freund, bitte klopf an mich. Ich werde dein Schwert tragen, nur bitte nicht in meinem Rücken. Das tut so, das tut immer so weh. Au, au. Oh, witzig. Da wo Sand ist, da wachsen Blumen. Aber da wo wo Gras ist, da wachsen hier sowas gar nicht irgendwie. Also hier tut ein bisschen Grünzeug, ja. Wo ist denn jetzt hin? Da oben. Oh, ich sterbe. Aua. Oh, Schneelandschaft. Nice. Superman! Der Superkern! Yay! Ich hätte mich noch ein bisschen mit Verpflegung entdecken sollen. Okay! Komm, ganz ehrlich, ist ja jetzt ein bisschen Ausnahmefall hier. Der holt uns noch kurz ein paar Apple. Fuck! Hä? Hallo?
Sonst sterben wir noch in der Ernährung. So, er nochmal, ich finde mein Haus nicht, kannst du mir helfen und ich erkennst du den Weg von dem Spawn zu dem Haus. Dann haben wir ein Problem. Oh, Schmetterling! Nee, hier, doch, genau, Schmetterling. Fuck! Du musst sterben! Okay. Gut, dann werdet ihr zusehen, wie man solchen Spielern helfen kann. Und zwar werden wir jetzt etwas machen, was man als Server-Owner natürlich machen kann. Und zwar werden wir den Log durchgehen. Und zwar befinden wir uns gerade auf dem Server 2. Und dort suchen wir nach einem netten Herrn. Jetzt habe ich wieder mal vergessen, Spider-Man. Wie wurde der denn geschrieben? Na gut, gucken wir erstmal uns die letzten paar Zeilen an. Ach, Superman. Stimmt, da ist schon wieder. Dann finden wir das Ganze noch Superman. So, und jetzt sehen wir nämlich, was er alles gemacht hat. Ach du Kacke. Und jetzt können wir nämlich genau sehen. Mister, jetzt sehen wir zum Beispiel, die meiste Zeit war ja bei minus 740. Wir gucken mal weiter, ob irgendwas mit Kisten gebaut hat. Aha. Und das war auch alles bei. Oh ja. Mister, er war die meiste Zeit hier bei minus 750. Minus 150. Okay. Dann können wir jetzt mit dem Wissen, das wir jetzt gerade erlangt haben. Ihr habt mich gerade wahrscheinlich gar nicht gesehen, wie ich die ganzen Befehle gegeben habe, weil die außerhalb des Bildes waren. Na gut. Shit happens. Auf jeden Fall können wir jetzt, habe ich Fenster geschlossen, Intelligenzbestie, mit dem Wissen, dass er bei 740, minus 750 und minus 150 gebaut hat, uns dahin teleportieren, gucken, was er da gemacht hat und dann sehen wir, ja. So, Teleport. Das war bei minus 750, dann irgendwas, die Höhe ist egal, und dann minus 150 irgendwas. So. Hier ist echt nichts protected. So, dann holen wir ihn mal zu uns, Superman. Walker. Quatsch, ich höre gar nicht Walker, ich benutze gerade auch nichts. Ah, siehst du, hier haben wir zum Beispiel ein paar neue Pflanzen. Die hiervon sind jetzt sehr viele in diesem neuen Mind-Test.
So, damit haben wir wieder einen Spieler gerettet. Okay. Er ist deutsch. Ja, das ist natürlich, wäre natürlich witzig, wenn wir schon vorher erfahren hätten, dass er Deutsch spricht. Hätte ich jetzt gleich, ja, okay. Wow, er hat genau gar nicht geschrieben. Nice. Ja. Gut, wie gesagt, dann haben wir erfolgreich den Spieler gerettet. Das war zwar jetzt nicht das Let's Play, was eigentlich normalerweise immer ist, aber es war zumindest ein brauchbares Let's Play. Wir haben jemandem geholfen. Das ist ehrenwert. Das macht man so, ui, Amerika. Yay! Oh, Gott, das ist ein Baum. So, jetzt. Yay. Geronimo! Geronimo! Gut, dann würde ich mal sagen, das war's mit der Runde überhaupt. Schon mal. Ja. Wenn wir auch jetzt mit unserem Haus quasi überhaupt nicht weitergebaut haben. So, wir gehen jetzt mal zu unserem Zuhause. Home. Okay. Nein, Flug muss bitte nicht aktivieren. Und in der nächsten Folge, das schmeiße ich erstmal wieder weg. Das war ja nur ein Notfall. In der nächsten Folge machen wir dann hoffentlich mal unser Haus weiter. Also in 2 Wochen dann. Nächste Woche kommt erstmal wieder mein Klon Let's Play. Ja, das ist diesmal irgendwie komplett runtergefallen. Mindestens haben wir jetzt ein paar Bäume und ja. Bäume und Holz. Wir können also nächstes Mal dann nach den Holzfällen gleich loslegen. Das ist schon mal sehr beruhigend. Und wenn ich mir mal so unsere Wolle angucke, dann können wir uns auch bald anfangen, ein paar Rucksäcke zu bauen. Das wäre auch ganz schnieke. So wegen, weil, ja, lagerungstechnisch ist alles andere eine echte Qual. Gut, dann würde ich mal sagen, und dann tschüss. Oder wie wir immer sagen, ne? Ciao mit V.